Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Dräger, wenn Sie mal wieder mit Ihren Kindern nach Bayern zu den Bierfestzelten fahren, sagen Sie Ihrer Parteifreundin, der Bundesdrogenbeauftragten Mörtler, sie soll sich um die bayerischen Kampftrinkerinnen und Kampftrinker kümmern, statt hier einen Mythos aufzubauen, was die Cannabis-Diskussion betrifft. Wir werden in dieser Koalition das Land voranbringen. Wir werden eine moderne Prävention und Drogenpolitik aufsetzen, die dem Individuum hilft, statt tausendfach Nutzerinnen von Nutzer auch von Cannabis zu kriminalisieren. Herr Henkels Verbotpolitik mit der Nulltoleranzzone in den Parks ist gescheitert. Kein Jugendlicher hat deswegen weniger konsumiert, kein Erwachsener hat weniger konsumiert. Im Gegenteil, Sie vergeuden polizeiliche Einsatzstunden. Ihre Polizei selber sagt, das Instrument wirkt nicht. Und warum sollen wir ein nicht wirksames Instrument beibehalten, wenn es auch gesundheitspolitisch völlig deplatziert ist, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wir werden stattdessen das tun, was Ihr Gesundheitssenat vernachlässigt hat. Wir werden eine Präventionspolitik aus einem Guss hier aufbauen. Und das bedeutet ganz klar, wir machen uns Sorgen, natürlich auch um die Kinder von Eltern, natürlich auch um die Neffinnen und Neffen und unsere bekannten Jugendlichen. Und wir wollen auch nicht, dass die Quote der Cannabiskonsumierenden gerade im Jugendalter hoch ist. In der Tat, da ist es ein Problem. Wenn das Gehirn noch nicht ausgereift ist, ist jede Pflanze Cannabis, die auch geraucht wird, eine Pflanze zu viel. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir haben leider die Situation in Deutschland und in den Metropolen, dass das Einstiegsalter zum Konsum 16,7 Jahre sind. Dieser Trend muss gestoppt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber so, dass er fachlich wirkt und nicht nur ideologisch. Und wenn alle Fachstellen für Suchtprävention in allen Bundesländern, wenn die Hauptstelle für Suchtgefahren sagt, dass die von Ihnen propagierte Kriminalisierung, die Überbetonung der Repression verhindert, dass Präventionspolitik bei den Zielgruppen ankommt, dann müssen wir da umdenken. Wir müssen den Mensch in den Mittelpunkt setzen und in den Schulen mit Programmen dran, die wirkungsvoll sind und wirken. Und das werden wir in dem Aktionsprogramm Gesundheit mit einem eigenen Handlungsfeld Sucht aufbauen. Die Fachstelle für Prävention muss hier weiter gestärkt werden, sehr geehrte Damen und Herren. Und nochmal, wir werden nicht legalisieren den Konsum von Cannabis, wie Sie es unterstellen. Wir werden den Jugendschutz sogar stärken mit dem, was ich gesagt habe. Keiner wird erlauben, hier in Berlin in den nächsten Jahren, dass für Cannabis geworben wird. Keiner wird erlauben, dass die Altersgrenzen verringert werden. Im Gegenteil, wir werden einen Einstieg in ein wissenschaftlich kontrolliertes Modellprojekt hier aufbauen, damit die Berlinerinnen und Berliner auch zukünftig danach dann sicher sein können, wie denn dieser Markt reglementiert werden muss. Wir wollen keinen freien Markt für Cannabis. Wir werden prüfen, wie kann für Erwachsene, die denn konsumieren, hier sogar noch die Gesundheit gestärkt werden, wenn sie denn schon Cannabis konsumieren. Der Dealer wird arbeitslos, die Verbraucherinnen und Verbraucher und Konsumenten, die erwachsen sind, werden gestärkt in ihrer Konsumkompetenz. Die Präventionspolitik wird parallel gestärkt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Insofern ist Ihr Antrag völlig überflüssig. Wir reden nicht von einer Legalisierung von Cannabis in ganz Berlin. Wir reden von einer emanzipatorischen Drogenpolitik. Und diese bedeutet Abschaffung der von Ihnen als Negativbeispiel erwiesenen Nulltoleranzzonen in den Parks für erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten. Wir werden diejenigen Jugendlichen, die Erwachsenen, die jetzt schon viel konsumieren, und unter Umständen sind es ja sogar ihre Kinder, wir wissen das ja gar nicht, was die ihnen alles erzählen, was sie heimlich tun, ja, und derjenige, der als Jugendlicher auf Party-Settings die Nacht durchtanzt und Pillen sich wirft, der muss auch eine Möglichkeit haben, von Präventionsangeboten erreicht zu werden. Deswegen werden wir Drug-Checking einführen, damit hier die Eltern noch auf der sicheren Seite sind, als sie es momentan sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das werden wir gemeinsam mit den Schulen, mit den Elternverbänden, mit der ganzen Stadtgesellschaft entwickeln. Und ich lade Sie ein, kommen Sie zu den Ausschussanhörungen, die anstehen, kommen Sie zu den Veranstaltungen, die sind, überzeugen Sie sich, kehren Sie ab als Union insbesondere von Ihrer diesbezüglich ideologisierten Gesundheitspolitik. Wir brauchen eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik, die auf der Höhe der Zeit ist. Ihre Argumentation ist auch wissenschaftlich nicht haltbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.